Er sagt direkt an, Ratchet. Das kann nicht sein. Das. Leute, ihr habt gesehen, Uncut. Das war die erste Person. Und direkt er schreibt an, Ratchet. Digga, mach aus. You can't take it back, no. I've got so much left to say. I'll take my words and walk away. Leute, was wir heute einmal versuchen, ist auf Kyoto als Hacker beleuchtet zu werden. Ich werde dafür einfach mal eine Runde gehen, mich hier schnell nicken. Und ich werde jetzt einfach versuchen, mal auf Kyoto ein bisschen als Hacker beleidigt zu werden. Ich habe eben gerade schon zweimal gespielt und da wurde ich gegen die Leute als Hacker beleidigt. Da haben sie gesagt, Raincheck, ihr Ritzel. Und ja, ich versuche jetzt einfach mal genickt so ein bisschen gegen die Abuser oder so zu spielen. Und mal gucken, ob ich irgendeinen finde, der mich als Hacker beleidigt, wo man dann vielleicht Spaß haben kann. Er sagt direkt an, Ratchet. Das kann nicht sein. Das. Leute, ihr habt gesehen, Uncut. Das war die erste Person. Und direkt schreibt an, Ratchet. Das kann nicht sein. Jetzt macht er einen Screen. Ich glaub's nicht. Leute, ich hab das jetzt extra nur mit Zeitraffer gemacht, damit ihr es seht. Die erste Person, der erste Fight. Und er sagt direkt an, Ratchet. Was? Dude. Es kann nicht sein. Das ist doch nicht. So, wir versuchen jetzt mal eine zweite Person zu finden. Wir gehen wieder MLG Rush, nicken uns hier wieder schnell und versuchen jetzt mal eine zweite Person zu finden. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words you remember. Now we're here to take control over your mind. Spitz bitte nicht so aufs Bett. Hä? Ich spiele bei MLG Rush, wo sein Bett erschreckt. Schwitz bitte nicht so aufs Bett. Junge, er baut sein Bett als einziger ein. Ich baue mein Bett 0 ein. Er schreibt, schwitz bitte nicht aufs Bett, weil ich sein Bett hole. Oh Gott, das waren solche Hits, weil er rumgedeckt hat. Da musst du doch was schreiben, ne? Okay, das ist ein Abuser. Die regen sich am meisten über Hacker auf. Schreibst du jetzt was? Ne? Okay. Schade. War noch nix, okay. Jetzt aber, komm. Hau was raus. Digga, mach aus. Es ist doch nicht normal. Annick, Dude, Annick. Na? Es soll 0 abgehoben sein oder so, nur ich bin, also ich will das nicht abgehoben machen, dass ich mich endnick, sondern ich will mal gucken, wie ihre Reaktion dann ist, weil sie mich eben noch als Hacker beleidigen und ob sie jetzt zu ihrer Meinung stehen. Oder ob sie dann auf einmal die Meinung ändern. Weil ich meine, nur weil der einer YouTuberin hat oder sowas hat, muss er ja nicht, heißt es ja nicht gleich, dass er slatted ist oder so. Und wenn er jetzt der Meinung ist, dass ich halt hacke und dann denkt, ich hacke halt nicht mehr, nur weil ich halt ein Nick bin,
Das finde ich halt immer ein bisschen schade, dass man dann nicht mehr mit seiner Meinung bleibt, weil er denkt, er sagt ja, ich hacke, dann sieht er in Nick mich, oh, sorry. Dass er dann nicht bei seiner Meinung bleibt, das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Dann soll er halt denken, aber solche Leute, das gibt's auf Kyoto halt einfach. Auf Kyoto sind die taktisch alle nicht so, ich sag mal, extrem skillbasierend und da wird man schneller als Hacker beleidigt, wenn man irgendwas taktisch kann. Sachen wie Splint Reset oder so ordentlich auswählen kann, dann wird man schneller als Hacker beleidigt auf Kyoto. Und ja, wir sehen hier jetzt schon, das war schon der zweite Hack-State innerhalb von vielleicht 10 Minuten oder so. Und auf Kyoto wird man ziemlich schnell von Leuten öfters als Hacker beleidigt direkt. Und deswegen, ja, werde ich versuchen, ich werde heute mal versuchen, 5 Stück zu machen, also dass ich 5 Mal als Hacker beleidigt werde. Dafür nicke ich mich einfach mal wieder. Und ich werde versuchen, heute insgesamt 5 Mal als Hacker beleidigt zu werden. So, nächstes Match jetzt gegen X-Legend David. Nee, keine Ahnung, das sieht jetzt auch so aus, als wenn er taktisch nicht so viel drauf hätte. Und deswegen läuft schnell Hack Reset. Kommt da was? Schade, noch nicht. Kommt da was? Legit. Ist... Leute! Ich muss es einfach mal sagen, ich will, was mich halt jetzt interessiert, ob er bei seiner Meinung bleibt. Das interessiert mich, deswegen entnicke ich mich gerade mal. Ich will gucken, ob er bei seiner Meinung bleibt. Der schreibt jetzt, glaube ich, einfach gar nichts mehr. Aber solche Leute, taktisch sind die halt nicht wirklich so gut oder so. Das ist halt die Bettwurst heutzutage. Sie abusen, taktisch sind sie nicht so allzu gut und kassieren und kommen direkt halt an mit Hacker. Oder halt jetzt hier Legit, aber ich glaube, wir wissen alle, dass es ironisch war, dieses Legit, und dass es auch ein Hack-Usage war. Deswegen, ja, das war der nächste Gegner, glaube ich, schon nach dem einen. Das war der direkt nächste, ich kann ja mal, auch wenn ich auch nur pausiert habe oder so, ich kann ja auch mal Zeitraffer einfach machen, dann seht ihr wirklich, dass es nicht gekartet ist, sondern dass es wirklich einfach direkt der nächste Gegner war. Und man wird so schnell auf Kyoto Hack-Usaged. Das ist doch nicht normal. Ich habe jetzt innerhalb von 12 Minuten wurde ich 3-mal Hack-Usaged. Das ist doch nicht normal. Ja, das sind auf jeden Fall jetzt die ganzen Hack-Usages. 3-mal innerhalb von 12 Minuten. Ich glaube, mit 5 Hack-Usaged schaffen wir das heute einfach nur mega easy. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Format findet. Dass ich vielleicht einfach mal so genickt so ein bisschen spiele. Ich werde jetzt nochmal 2 weitere versuchen, dass ich insgesamt 5-mal Hack-Usaged werde. Aber das ist nicht schwer. Man wird hier so schnell Hack-Usaged. Spiel an, Nick. Scheiße. Now we will go back home today, eh? Until the very last hour. We still got few more days to slay, eh? It's gonna get so much louder. Now we're here to take control. Nein. So we're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go and move to the rhythm. Sag doch bitte, Hacker. Ach, schade. Ultimate Mexik. Komm. Sag, Hacker. Ah, shit.
die Runde verlassen, um seinen Punkt nicht zu verlieren. Aber ich will, dass ich wieder hackgesettet werde. Magic Panda, komm bitte, da muss doch ein Accusator da sein, bitte. Shit. Den hatten wir schon. Der hat mich erst schon accusated. Ich kann jetzt mal gucken, mit einem anderen Namen, ob er vielleicht wieder zu Maker sagt. Das wäre ganz lustig, wenn er jetzt wieder zu Maker sagt, wo ich einen anderen Nickname hatte. Oder ich weiß gar nicht, wer. Also auf jeden Fall habe ich gegen ihn gespielt. Und ich weiß nicht, ob der geliebt ist, aber ich glaube, der hat sogar zu mir Hacker gesagt. Einfach mal gucken. Bin ich gut? Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, dass ich das wieder bin. Der Hit, komm! Sag Hacker, bitte! Der Hit, bitte! Bitte! Bitte sag Hacker! Bitte! 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 Nein! Oh shit! Das wäre halt echt geil, wenn jetzt der letzte Gegner von allen mich noch hackgesaten würde. Ja? Nein, schreib doch Hacker! Oh. Komm, bitte! Komm! Ja. Komm, ich mag nur Talents, bitte. Bitte. Sei die Rettung für das Video. Komm, der Hit. Da musst du doch verschreiben, ich mag nur Talents. Ich gehe ja mal nicht auf Best, sondern versuch irgendwie, dass er zum Hacker sagt. Kleiner. Kleiner. Assi. Hä? Was mit ihm? Ah, er beleidigt mich als kleiner Assi, aber nicht als Hacker. Komm, ich muss jetzt ein bisschen über den Kopf drehen. So, als wenn ich hacken würde. Als wenn ich hacken würde, komm. Hack you, save mich doch bitte. Komm, 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 komm. Shredder, du gibst Cringe-Hits. Ich geb Cringe-Hits? Was sind denn Cringe-Hits? Hä, was sind Cringe-Hits, bitte? Jetzt mal wissen, also soll das ein Hack-Usate sein? Lol. Ja? Hä, wieso bist du online? Weiß gar nicht. Die Fresse. Hm. Was machst du? Aufnehmen. Nicht schon wieder. Ich versuche gerade so auf Kyoto Hack-Usate zu werden. Ich habe es erst geschafft, dreimal in 14 Minuten. Aber jetzt... Stopp. Ich sehe das schon. Sie stört die Aufnahme zum zweiten Mal. Ich weiß nicht. Nee. Alles gut, ich habe schon einen Titel. Sag. Keine Ahnung. irgendwas. Da will er ihn nicht sagen. Nein, keine Ahnung. Irgendwas mit auf Kyoto gesettet werden. Geil.
Und als, von mir. Und als Abuser beleidigt zu werden. Wenn man gegen den Abuser spielt. Yes, ich krieg die Missionchen. Ciao. Mann, er soll mich jetzt bitte mal hack, you Satan. Angler 300, bitte. Ich hab jetzt dreimal... Aber wollte... ich hab's nicht. Junge, ich wurde dreimal... Yes, ja! Ich wurde dreimal in 15 Minuten hack gesatet. Und jetzt schaffe ich seit 30 Minuten, ich habe gesagt, ja noch einmal hack gesatet. Yes, dann beende ich die Aufnahme und jetzt werde ich seit 30 Minuten nicht mehr hack gesatet. Yes, ja! Einer laden. Noch 50 andere. Yes, ja. Yeah. Will schaffen. Hallo, schreib mal in den Chat. Antworte. Sieht das... Warte. Ach, ich schreibe, sieht das Lettet aus, komm. Er soll schreiben? Ja. Nein, Mann! Er soll schreiben, Hacker! Ja, voll! Er meint es ironisch. Sieht... Warte, ich schreibe es mal. Sieht man die Hex? Guck mal, ob er dann so dann antwortet. Nein, 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 nein! Komm, schreib. Er soll schreiben, dass ich hacke. Auch wenn ich das jetzt so rausfordern muss. Ja! Aua. Bitte. Bitte. Ja. Junge. Ich bin so gut. Mittel, irgendwie, glaub schon. Zählt das als Hack, you said? Ich hab geschrieben, sieht man die Hack? Das schreibt Mittel, irgendwie, glaub ich schon. Nein. Hack nicht. Ey, komm, Hack, er schreibt doch. Es ist... Ja, wenn er schreibt, hackst du? Hackst du, fragt, ja, ohne Fragezeichen, er schreibt, hackst du? Ja, dann, hey, ja, dann zählt's doch. Also, das Hack, you said, zählt? Ne, wenn er fragt, ob du hackst. Nein, weil dann ich... Dann heißt es ja. Nein, weil ich hab geschrieben, sieht man meine Hacks. Ja, aber wenn er fragt, ob du hackst... Ach so! Ach so, nee, natürlich nicht. Okay, warte, das am Ende schneide ich raus, das zählt, also... Peace out! Peace out! So, am Ende wollte ich das nächste Mal mit Hack Sales. Am Anfang war es wirklich die erste Runde direkt, wo ich als Hacker beleidigt. Die erste Runde, ich mache einen Punkt und wurde als Hacker beleidigt. Also direkt am Anfang, das war und dann jetzt einfach 15 Minuten gar nicht mehr am Ende. Kann man, glaube ich, nicht als Hack Sales zählen. Aber trotzdem, es war mal so ein kleines Experiment. Ich werde es nochmal versuchen, irgendwo dann auf einem anderen Server irgendwo Hack Sales zu werden. Dann entnehmen und gucken, wie die Leute reagieren. Ob die bei ihrer Meinung bleiben oder ob die dann was anderes sagen. Ja, kurz zum Thema, bevor irgendwelche Leute das denken. Nein, ich hacke nicht. Ich werde auch nie anfangen, irgendwie zu hacken. Und ja. Das war's mit dem Video, wer sich übrigens fragt, hey, Wemmes, was ist das hier eigentlich für ein Pack? Das ist das Wemmes 20k Pack, ist aber noch komplett am Anfang. Das bedeutet, es dauert echt noch, bis es rauskommt. Aber auf jeden Fall wird es halt trotzdem bei 20k kommen, aber es muss halt echt noch ein bisschen arbeiten. Ja, 20k Pack, falls ihr das Pack haben wollt, einfach abonnieren und dann wird es auch demnächst kommen. Und ja, das war's mit dem Video hier, so ein kleines Experiment auf Kyodo. Ich werde jetzt versuchen, auf das Video zu bringen, jetzt vielleicht noch nicht diese Woche, aber nächste Woche irgendwann mal wieder Daily bringen. Das war's mit dem Video, haut rein und ciao, peace out. Ach ja, und die nächste Folge von diesem Projekt wird kürzer sein, da werden lediglich die Hack-Insights reingeschnitten.